Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportschau. Heute mit diesen Themen. Weiter erfolgreich. Siegesserie der Frankfurt Universe geht weiter. Auch Stuttgart kann die Men in Purple nicht aufhalten. Interessante Sportart. Goalball ist die weit verbreiteste Ballsportart für blinde und sehbehinderte Menschen. Sympathischer Wiener Universe-Spieler Dustin Iletschko gleich bei uns im Studio. Der Österreicher fühlt sich in Frankfurt pudelwohl. Wir starten mit einer ganz besonderen Sportart. Bis zu den Olympischen Spielen ist es nicht mehr weit. Das heißt aber auch, dass die Paralympischen Spiele bald anstehen. Und dort wird eine Sportart gespielt, die extra für blinde und sehbehinderte Menschen ist. Goalball, eine durchaus rasante Sportart. Goalball, ein rasantes Spiel und weltweit die bekannteste Ballsportart für Menschen mit Sehbehinderung. Goalball hat eine große Tradition und gehört bereits seit 40 Jahren zum paralympischen Programm. Ziel des Spieles ist es, einen 1,25 Kilogramm schweren Ball ins gegnerische Tor zu werfen. Die Verteidigung versucht, den Ball mit dem Körper zu blocken. Um den Ball hörbar zu machen, befinden sich im Inneren Glöckchen und zur besseren Akustik sind im Spielgerät drei kleine Löcher. Damit alles mit rechten Dingen zugeht, werden die Augen abgeklebt und die Spieler tragen eine blickdichte Brille. Denn auch Sportler mit geringem Sehvermögen können an dieser Sportart teilnehmen. Und so sind für alle die Bedingungen gleich. Die Spieler müssen sich nur auf ihr Gehör verlassen. In erster Linie ist es die Erfahrung, dass man ganz, ganz lange versucht hinzuhören, welchen Verlauf nimmt der Ball auf dem Feld. Die Reaktionszeit ist, je höher die Geschwindigkeit, natürlich irgendwann kürzer. Aber man versucht dann auch so ein Stück weit zu antizipieren, was ist das jetzt für ein Wurfbild. Und man weiß ja irgendwann im Laufe eines Spiels, wer einem gegenüber spielt und kennt dann auch so ein bisschen das Wurfmuster, was derjenige an den Tag legt. Die Sportler müssen sich somit voll auf ihren Gehörsinn verlassen. Zur Orientierung auf dem Feld sind die Linien durch eine kleine Schnur leicht erhöht. Denn Stellungsspiel ist extrem wichtig beim Goalball. Denn die Sportart ist, wie viele andere auch, sehr von Taktik geprägt. In den Anfangsphasen, wenn man so ins Goalballspiel reinkommt, im Jugendbereich, geht es natürlich erstmal um so Basis, Grundlagen, Defense-Positionen und eine gute Wurftechnik. Aber je weiter man dann auch bei uns in der Nationalmannschaft dann zum Beispiel in höhere Gefilde vordringt, spielt die Taktik schon eine ganz große Rolle. Man hat schon auch als Trainer wirklich ziemlich viel Einfluss. Man muss auch wirklich gut den Gegner analysieren, muss schauen, wo Schwachstellen denn herrschen. Und muss natürlich im täglichen Training dann auch daran arbeiten, dass die Trainer diese Schwachstellen so oder beziehungsweise die Spieler das so auch anvisieren können. Denn sonst nützt die beste Angabe des Trainers nichts, wenn das nicht umgesetzt werden kann. Das Blocken des Balles mit dem Körper ist die eine Sache, das Tore werfen, also der gezielte und feste Wurf, die andere. Und auch das wird natürlich umfangreich trainiert. Ganz genau. Also es ist schon eine Menge Wurftraining, wenn es jetzt um die Offensive geht dabei. Das heißt, wir trainieren ganz konkret, bestimmte Ziele zu treffen. Da kommt es natürlich auch extrem viel Feedback der Trainer an, um dem Spieler immer mehr so ins Bewusstsein zu rufen, was er mit welcher Handbewegung dann wirklich bewirkt. Es geht auch um viel Techniken, was bestimmte Effet-Momente des Balles angeht. So wie beim Tennis ein Topspin oder ein Slice ist das tatsächlich auch hier beim Wurf möglich, mit der Hand so, mit dem Handgelenk zu arbeiten, dass der Ball einen bestimmten Drall entwickelt, der eventuell dafür sorgt, dass wenn er den Gegner am richtigen Fleck erwischt, sich sozusagen über ihn drüber rollt. Ja. Der Angriff versucht die Abwehr also nicht nur mit Kraft, sondern auch mit angeschnittenen Bällen zu überraschen. Aber erfahrene Spieler hören auch hier die Unterschiede. Das lernt man mit der Zeit, das rauszuhören, weil ein springender Ball, der hat halt einen härteren Aufsatz im Boden. Und so ein angeschnittener Ball, der slidet halt. Man hört wirklich die Drehung von dem Ball selbst über den Boden. Das kriegt man mit der Zeit so raus. Natürlich versucht jeder, das Team des Gegners zu überraschen, beispielsweise durch einen anderen Abwurfort. Der werfende Spieler verändert seine Position und wirft beispielsweise von ganz außen, um so einen anderen Winkel auf die Verteidigung zu bekommen. Doch auch das hören erfahrene Spieler, denn jede noch so kleine Bewegung des Gegners wird registriert.
Ich ja. Aber das ist auch so ein Stück weit unterschiedlich. Es gibt Leute, die sind so auf sich selbst fokussiert, dass sie selber ein sauberes Spiel haben. Und ich kriege halt alles außenrum mit. Ich kriege auch mit, was beispielsweise auf der Bank passiert. Wenn sich da die Trainer unterhalten und die Spieler an der Bank sind, dann kriege ich das auch mit. Also das ist komplett unterschiedlich, je nach Spielertyp. SSG Plister Marburg ist nur ganz knapp am deutschen Meistertitel vorbeigerutscht. Das allerdings ist jetzt abgehakt und die Vorfreude auf Rio ist bei den Nationalspielern riesig groß. Es sind ja keine 100 Tage mehr jetzt, bis Eröffnungsfeier im Maracanã ist. Allein das ist ja schon überragend. Und jeder kleine Schritt, der Richtung Rio geht, ist ein Stück weit so ein bisschen wie ein Traum noch. Und stellenweise auch wie Kindergeburtstag, als vor einem Monat die offizielle Olympia-Einkleidung vorgestellt wurde. Da saß ich eine halbe Stunde vorher am Computer und habe immer auf F5 gedrückt. Das war wie so ein Kleinkind in 6 Jahren. Was gibt's zu Weihnachten? Das ist einfach ein geiles Gefühl. Deutschland hatte das landesübliche Losglück bei den Paralympischen Spielen gehabt und startet in einer nicht ganz so schweren Gruppe. Ziel ist auf jeden Fall das Erreichen des Viertelfinales. Wünschen wir unseren Goalballspielern in Rio viel Erfolg. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es hier gleich weiter, dann mit folgendem Thema. Sympathischer Wiener Universe-Spieler Dustin Iletschko gleich bei uns im Studio. Der Österreicher fühlt sich in Frankfurt pudelwohl. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind wieder zurück in der Sportshow und sprechen jetzt über Football. Frankfurt Universe spielt eine richtig gute Saison und das als Aufsteiger. Einer der Neuzugänge ist jetzt bei mir ein echter Wiener, Dustin Iletschko. Hallo und herzlich willkommen. Oder Servus, sagt man ja eigentlich bei euch in Österreich. Wie sehr hat sich denn der Österreicher schon in Frankfurt eingelebt? Wie wohl fühlst du dich denn? Ich muss sagen, Frankfurt ist eine echt schöne Stadt. Also ich bin angekommen. Mein Freund Dolorini hat mich gleich einmal empfangen. Wir sind ein bisschen durch die Stadt und ich muss sagen, die Stadt ist echt super. Also, ich kann mich nicht beklagen. Das hört man doch gerne. Fangen wir mal aber bei dir persönlich ganz vorne an. Wie bist du denn überhaupt zum Football gekommen? Eigentlich durch meinen Vater. Ich weiß gar nicht, wie es genau zustande gekommen ist, dass der dazu gekommen ist. Aber ich glaube, der hat einfach Football im Fernsehen gesehen. Hat sich dann erkundigt und hat mich und meinen kleinen Bruder dann mal auf die Hohe Warte in Wien, wo die Vikings spielen, mitgenommen und ich habe mir dann noch ein Spiel angeschaut und ich war begeistert von der ganzen Stimmung, die in so einem Footballstadion herrscht und auch von der quasi, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann als Elfjähriger, von der Brutalität des Sportes. Ja, zumindest also, dass man sagt, okay, ja. Also Vollkontakt, hast du gesagt, das ist schon. Ja, die Action schon was. Und die Stimmung ist einfach ein bisschen anders als in anderen Sportarten, würde ich sagen. Mhm. Dann hast du in Wien alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen bis hin zur ersten, bis dann eine Saison nach Finnland, nach Helsinki gewechselt und jetzt der Schritt nach Deutschland, nach Frankfurt. Was hat für dich den Ausschlag gegeben, zu sagen, ich möchte nochmal in Deutschland oder dann auch speziell in Frankfurt spielen? Also ja, in Wien habe ich eben 4 Jahre in der ersten Mannschaft gespielt, habe dort auch relativ erfolgreich gespielt, würde ich sagen, Nationalteam und solche Sachen. Also, und ich habe mir aber dann gedacht, so, ja, entweder ich spiele so weiter in Wien, was ein bisschen den Reiz verloren hatte, oder ich gehe mal ins Ausland. Bin dann eben in Finnland gelandet, habe dort eine erfolgreiche Saison gespielt, hatte auch viel Spaß währenddessen. Und dann war es aber so, ja, soll ich jetzt nochmal nach Finnland oder soll ich mir nochmal eine andere Erfahrung suchen? Und habe mir gedacht, ja, Deutschland ist eigentlich, was man sagt, die stärkste Liga. Ich wusste es auch, weil ich Football in ganz Europa eigentlich verfolgt hatte. Habe mir gedacht, ja, GFL ist eigentlich die stärkste Liga, ich gehe nach Deutschland. Und dann nach Frankfurt. Du hast eben schon mal gesagt, als du hier neu angekommen bist, dein Freund, den du aus Wiener Zeiten noch kennst, der Lorenzo Walsch, der hat dich direkt in Empfang genommen. Hat er auch eine Bedeutung gehabt bei dem Wechsel, dass du sagst, ich habe mit ihm schon, der hat mir schon gesagt, wie es hier ist oder so?
Ja, also ich meine, ich sage mal so, ich war währenddessen ich mit dem Benji in Finnland war, waren wir eigentlich durchgehend mit dem Lorinho in Kontakt. Mhm. Er hat uns auch davon erzählt, wie es hier abläuft. Ich habe dann auch eben, wie gesagt, dadurch, dass er schon hier gespielt hatte, habe ich dann auch die ganze Saison von Frankfurt verfolgt, habe auch mitbekommen, wie es hier mit den Fans aussieht, wie viel eigentlich der Zuspruch oder halt die, wie viel Fans eigentlich zu den ganzen Spielen kommen, auch eher zu den unbedeutenderen Spielen. Dachte ich mir, ja, ist eigentlich schon, die Stimmung dort ist schon echt geil. Und er hat uns dann auch erzählt, wie es läuft und so. Und dann dachte ich mir, ja, im Endeffekt nehme ich mal ein bisschen Kontakt mit den Coaches aus, schaue, was die so meinen. Mhm. Und dann war es eigentlich, ich sag mal, für mich war es eine gemachte Sache. Du hast mal in einem Interview, habe ich gelesen, vor der Saison irgendwie gesagt, über die Fans, die sind positiv gesagt, abnormal hier in Frankfurt. Ist das das, was sich auch bestätigt hat? Ja, ich habe davor auch gelesen, wie es jetzt auch jetzt eigentlich quasi in allen Artikeln heißt, die lila Hölle, hat sich für mich bestätigt, weil wenn man rausläuft und ich sage im Finale, was eigentlich von den Fans her am meisten war, war es einfach vor 6.500 oder was es waren, ist halt geil, wenn man da aus dem Tunnel rausläuft und dann die Stimmung ist halt schon was anderes, als wenn man vor, weiß ich nicht, 500 Fans spielt. Man muss ja sagen, gerade für euch als Defense oder für dich als Defense-Spieler, es hilft ja auch. Ne? Also wenn der Gegner nochmal irgendwas ändern will vorne an der Line, dann ist das schwieriger, wenn es so laut ist. Auf alle Fälle. Also man sagt ja auch in der NFL, dass zum Beispiel die Seahawks das lauteste Stadion haben, dass die Offenses dort Probleme haben. Hier ist genau dasselbe. Ich meine, selbst wir in der Defense haben Schwierigkeiten da bei dem Lärm eigentlich unsere Checks, weil wir auch, je nachdem was die Offense macht, stellen wir uns verschieden auf. Selbst da habe ich Probleme zu meinen D-Linern, eigentlich, dass die mich hören. Deswegen muss ich selbst zwei Schritte vormachen, damit die wissen, was ich eigentlich von ihnen will. Also, aber natürlich, für die Offense ist es natürlich schlimmer als für die Defense. Und das ist schon ganz cool so. Wenn wir jetzt rein die GFL die Saison betrachten, 7 Spiele, nur eine Niederlage. Läuft, kann man sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen, läuft. Beschreibt das Ganze ganz gut. Also im ersten Spiel gegen Schwäbisch Hall war es natürlich eine neue Sache, weil wir ein neues Team. Ich glaube, das Team gab es in der Sache, also in der Zusammenstellung so noch nie. Viele Leute sind von außen dazugekommen. Deswegen war das mal, und selbst da haben wir gut gespielt. Dann hatten wir ein schlechteres Spiel, das haben wir trotzdem gewonnen mit einer Teamleistung. Und seitdem geht es eigentlich nur bergauf. Ich würde sagen, das hat man im letzten Spiel gesehen. In deinen Augen, was macht euch so stark? Ich sage, wir haben sehr viele Spieler, die schon auf diesem Niveau gespielt haben, auch international, auch Nationalteams gespielt haben. Und deswegen, ich glaube so, je mehr wir als Team zusammenwachsen, je mehr wächst auch diese Erfahrung zusammen. Und das hilft dann eigentlich schon sehr viel. Und Vorteil ist natürlich auch, dass ihr im Moment die Spiele, die ihr als letzte bestritten habt, sehr, sehr hoch schon geführt habt. Das heißt, die Backups, die Ersatzspieler kommen auch zu ihren Einsatzzeiten. Ja, genau, das hilft natürlich auch, wenn man den Backups die Spielerfahrung auch geben kann. Mhm. Und ja, die Erfahrung vom ganzen Team hilft schon sehr, würde ich sagen, weil man geht halt, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt in ein Spiel gehe oder jemand, der noch nie auf so einer Bühne gespielt hat. Ja. Weil ich weiß, ich werfe zum Beispiel Leute, die jünger sind, die werfen halt schneller mal die Nerven weg. Für mich ist das halt, ja, meine Güte, dann sind wir mal hinten, kann passieren. Deswegen kann ich jetzt nicht gleich die Nerven weghauen, sondern ich muss weiterspielen Football. Da geht es um alles. Und am Wochenende auch wieder sehr, sehr erfolgreich gegen die Stuttgart Scorpions. Und Bilder vom Spiel, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Quarterback Mike Wexin war im Spiel gegen Stuttgart gefragt. Musste er doch den verletzten Marcus McDade ersetzen. Und er machte seine Sache richtig gut. Zweiter Spielzug der Man in Purple. Kurzer Pass auf David Hironjansa. Der Receiver aus Guatemala schüttelt die Verteidiger ab und ist dann nicht mehr aufzuhalten. Keine 60 Sekunden waren gespielt und Frankfurt bereits in Führung. Nur kurze Zeit später standen die Hessen wieder vor der Stuttgarter Endzone. Und wieder gab es für die Fans Grund zum Jubeln. Roscoe Baptist tankt sich durch, ab durch die Mitte und erzielt somit den nächsten Touchdown. Jetzt die Möglichkeit für die Scorpions, die im Hinspiel immerhin 43 Punkte gegen Frankfurt erzielten. Doch Nate Morris fängt den Pass ab, Interception. Und wieder hat die Stuttgarter Defense Probleme, den Ballträger zu stoppen. Erst kurz vor der Endzone ist dann Schluss.
Die gute Vorarbeit kann Roscoe Baptiste mit seinem zweiten Touchdown des Abends krönen. Mit einem Spielstand von 20:0 geht es ins zweite Viertel. Und hier geht das muntere Punktesammeln der Frankfurter weiter. Starker Pass von Quarterback Mike Wexin und dieser findet George Robinson in der Endzone. Mit dem erfolgreichen Extrakick durch René Möll stand es nun 27:0. Wer vor dem Spiel dachte, gegen Stuttgart, das könnte eine knappe Nummer werden, war spätestens jetzt erleichtert. Kurzer Pass auf Leon Dadoux und dieser mit dem nächsten Touchdown. 35:0, gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Die zweite Hälfte startete mit dem vielleicht meist umjubelten Touchdown des Spiels. Ivo Schönberner nach vierwöchiger Verletzungspause mit einem kurzen Lauf, aber umso spektakulärer. 41:0. Stuttgart kam zwischenzeitlich zu ihren ersten Punkten, konnte Universe allerdings nie gefährden, denn die Men in Purple schlugen direkt wieder zurück. Mike Waxin findet erneut George Robinson in der Endzone. Das Ergebnis ist dasselbe wie beim ersten Mal. Touchdown Frankfurt. Und der Receiver zeigt, dass er noch ganz andere Qualitäten hat. Samsung Frankfurt Universe siegt deutlich gegen die Stuttgart Scorpions mit 48:14. Der Siegeszug der Lilanen geht weiter. Einfach. Zum Knutschen. Ja, so auch das Spiel sehr, sehr erfolgreich bestritten. Laut Berechnung des Trainers, Erfahrung aus den letzten Jahren, reicht jetzt noch ein Sieg zum Erreichen der Playoffs. Das sollte ja durchaus machbar sein. Das heißt, wird es jetzt ein neues Ziel geben? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, aber für mich persönlich ist immer das Ziel, eine Woche für Woche, das ist immer das, was ich eigentlich immer eingetrichtert bekommen habe, mein ganzes Leben lang als Fußballspieler. Und deswegen, ganz egal wie viele Siege noch reichen, ich will bis zum letzten Spiel alle Spiele gewinnen und das letzte Spiel ist dann der German Bowl. Ich kann sagen, du kennst sowohl die Erfahrung aus Österreich als auch die Erfahrung aus Finnland. Du weißt, wie es geht, Meister zu werden. Ja, könnte man so sagen, aber es hilft natürlich auch, wenn man für die erfolgreichen Teams in den jeweiligen Ländern spielt, sage ich mal. Also in Wien war immer die Vikings waren seit 10 Jahren eines der erfolgreichsten Teams in Europa. Helsinki hat, glaube ich, bevor ich dorthin gekommen bin, 3 nationale Titel in Folge gewonnen. Also das trägt natürlich auch zum Erfolg bei, aber ich weiß, wie sich Gewinnen anfühlt. Aber es ist natürlich so, dass in Deutschland die ganze Liga ein bisschen ausgeglichener ist als in den Ligen, in denen du bisher gespielt hast. Ne? Ja. Auf alle Fälle. Also in Österreich waren es eben 2, in meinen 4 Jahren waren es 2 Teams, das waren wir und die Swako Raiders, die sich eigentlich jedes Jahr um den Titel gestritten haben. Danach war es eigentlich immer eine gemachte Sache, einer von beiden wird. Ja. Und in Finnland, sage ich mal, weil ich wusste, wie es davor war, war es eigentlich auch, ja, ich gehe dorthin und gewinne den finnischen Titel. Ja, ja. Wenn wir jetzt nochmal im Stadion, in der Heimspielatmosphäre sind, beschreib mal für dich als Spieler, wie ist das denn, wenn ihr in dem Tunnel steht. Für die Fans ist es ja auch immer etwas ganz Besonderes, der Einlauf der Mannschaft. Wie ist es für dich als Spieler, da drin zu stehen? Also im Tunnel steigt mal die Nervosität, sage ich, weil da kommt dann dieser ganze Rauch und das ist nicht nur für die Fans aufregend, sondern für uns auch, wo es dann anfängt, ein bisschen mit Gänsehaut und dann kommt man in Spielstimmung. Und wenn man dann vorgestellt wird, das ist immer eine ganz lustige Situation, weil ich sagen muss, selbst wenn es jemand bestreitet, da überlegt man sich, jetzt laufe ich da raus, was könnte ich machen, um die Fans ein bisschen in Stimmung zu bringen. Das ist dann immer so, mache ich das, dann überlegt man so hin und her, soll ich irgendwas Dummes machen, wo die Fans dann lachen, oder soll ich irgendwas Cooles machen? Das ist dann immer so, schauen wir mal, was dann wird, und dann ist das so eine spontane Sache. Nach dem Spiel gegen Marburg hat der Gästecoach ein großes Kompliment für dich in der Pressekonferenz dagelassen und hat gesagt, er wundert sich, dass du überhaupt in Frankfurt spielst und das positiv gesehen oder überhaupt in Europa spielst und nicht in Übersee. Wäre das für dich auch nochmal irgendeine Idee, nochmal in den USA zu spielen? Ich habe von dem Kompliment, glaube ich, von 100.000 Leuten nach dem Spiel gehört, weil ich selber gar nicht mitbekommen hatte, weil ich da schon in der Kabine war. Aber ich muss sagen, wenn man ein Kompliment von seinem Trainer bekommt, ist das immer was Besonderes. Aber ich sage mal, wenn man eine Leistung bringt und das fällt sogar dem Trainer vom anderen Team auf, dann ist das nochmal ein bisschen eine Steigerung zum Kompliment von den eigenen Trainern. Ob das für mich eine Möglichkeit ist, wahrscheinlich nicht mehr, nachdem ich jetzt dieses Jahr 25 werde.
würde ich sagen, ist das schon ein bisschen zu alt, um es noch in Amerika zu versuchen. Vor allem auf meiner Position ist es schwierig. Ich glaube, ich bin ein bisschen körperlich unterlegen den NFL-Spielern. Aber ja, ich hätte es wahrscheinlich mit 18 probieren sollen oder mit 19, habe ich nicht. War vielleicht ein Fehler, aber im Endeffekt kann ich jetzt hier in Europa erfolgreich Fußball spielen und habe auch meinen Spaß. Also ich traue dem jetzt nicht wirklich nach, sage ich mal. Muss ich gerade sagen, also im Moment muss ja die Saison einfach bei dem Erfolg Spaß machen. Kulturwirtschaft und Wasserwirtschaft studiert oder gerade noch dabei zu studieren. Was? Beschreib mal kurz, was ist das? Es ist eine technische Ausbildung, das studiere ich auf der Universität für Bodenkultur in Wien. Ist vergleichbar mit Bauingenieurwesen. Also ich werde dann, wenn ich den Master mache, werde ich mit Diplom-Ingenieur abschließen. Ja, wie gesagt, Bauingenieurwesen quasi mehr auf die wasserwirtschaftliche Richtung ausgerichtet. Ich kann dann entweder Hochbau, Tiefbau gehen oder Sachen wie Flussrenaturierungen oder Wasserkraftwerke in diese Richtung. Das heißt auf jeden Fall jetzt schon, ist schon die Zukunftsüberlegung oder das zweite Standbein nach der Football-Karriere zumindest schon mal in die Kanäle geleitet. Ja, ich bin dabei. Das heißt aber aktuell, jetzt in der Sommersaison, wenn du hier bist, ist das Studium auf Eis gelegt. Ja, quasi. Ich pausiere. Ich habe im Winter so viele ECTS-Punkte angesammelt, dass ich jetzt im Sommer mich auf Football konzentrieren kann und dass mein Ziel ist. Ja, klar. Wenn wir jetzt wieder hier in der GFL ankommen, nächstes Wochenende, nächstes Heimspiel gegen die Tabellendritten, gegen die Comets, was erwartest du da für ein Spiel? Es wird sicher schwieriger als beim ersten Mal, glaube ich. Ich glaube, dass die Comets, das Wetter hat erstens mal nicht gepasst im ersten Spiel. Und ich glaube, vielleicht sind die Comets da auch ein bisschen mit einem anderen Impuls reingegangen, als sie jetzt reingehen würden. Jetzt haben sie schon mal verloren gegen uns. Ich glaube, davor hatten sie 2 Jahre zu Hause kein Spiel verloren. Jetzt haben sie das Spiel gegen uns verloren. Jetzt haben sie letztes Wochenende wieder verloren. Ich glaube, die werden jetzt da wirklich, also es wird kein einfaches Spiel. Aber wie gesagt, gegen die Stuttgarter haben wir jetzt auch gezeigt, was wir können. Also ich bin zuversichtlich. Aber es wird auf jeden Fall, man kann jetzt nicht in das Spiel reingehen und sagen, jetzt haben wir Stuttgart abgeschossen, wir haben die abgeschossen, denjenigen, jetzt schießen wir die auch ab. So läuft Football nicht. Und im Football kann alles passieren. Also ich gehe da rein wie in jedes andere Spiel. Muss aber allerdings sagen, natürlich habt ihr euch seit dem Hinspiel auch weiterentwickelt. Ne? Ja. Also ich würde auch sagen, wir haben uns seit dem ersten Spiel von Woche zu Woche gesteigert und ich glaube, das Stuttgart-Spiel hat das auch bewiesen, dass wir noch nicht am Höhepunkt angekommen sind. Da ist sicher noch Platz nach oben und ja, Allgäu wird der nächste Schritt in die richtige Richtung werden. Und sind ja auch noch ein paar Spiele und dann eventuell auch die Playoffs, um noch oben anzukommen. Ja. Danke dir erstmal für den Studiobesuch, wünsche natürlich viel Erfolg und bleib gesund für die restliche Saison noch. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Sehr gerne und wie man in Wien wahrscheinlich sagt, Baba am Schluss. Ja. Alles klar. Oder ich sag Servus. Genau, alles klar. Danke dir, liebe Zuschauer. Das war's wieder von uns von der Sportshow. Wir sehen uns nächsten Montag dann wieder zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine sportliche Woche. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.